Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 2 von Super Dungeon Bros. Jo, und ich habe euch jetzt hier direkt mal im Pausemenü da mitgenommen. Missionen, töte 500 Monster, schwer zu kochen, zu knochen. Töte Spoken mit einem Schwert. Mhm. Und vereise die Königin, töte die Eiskönigin. Also gibt es da auch noch verschiedene Missionen, die wir irgendwie angehen müssen. Und ich habe echt keinen Plan, wie wir das schaffen sollen. Also wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass die Bedrohungsanzeige anscheinend nicht so hoch läuft. So habe ich das jetzt verstanden, wenn ich mal den ersten Bereich wieder so angeschaut habe. Weil dann einfach zu viele Gegner irgendwann kommen. Oh nee, was ist denn das jetzt? So, der Basisangriff ist ja jetzt stärker geworden durch unseren Skill. So, ich glaube, die kamen, wie gesagt, dadurch, weil die diese Bedrohungsanzeige zu hoch war. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich denke, weil wir so viele Gegner getötet haben. Hm, ja. Hä? Jetzt kommen wieder super viele. Die wollen mich doch verarschen. Jetzt fängt das schon wieder an. Ihr Leute. Oh, könnte man die so geil wegfarmen? Und dann springen wir doch mal rüber. Oh, was geht denn da ab? Ja, warum kommen jetzt so viele Gegner? Muss ich das verstehen? Macht das überhaupt Sinn? 87 Leben habe ich noch. Oh, ich habe das Gefühl, dass das hier ein Fail wird. Oh, da kommen die schönen Diskusse angeflogen. Jo, alles klar. So, einmal schlagen. Wegdashen wäre echt eine coole Idee. Konso. Was ist das überhaupt da oben? Kann ich da irgendwo in so ein Menü rein oder irgendwas? Keine Ahnung. Diese Gesundheitsplus, das ich da bekommen habe. Muss ich das einfach wissen, was das ist oder was? Ja, genau. 550 Leben haben wir jetzt. 50 irgendwie durch das Gesundheitsplus, das ich da bekommen habe. Warum auch immer. Genau. Hier gibt es dann immer so Schalter, auf die kann ich springen und dann werden die Gegner da gekillt oder sowas. So habe ich das zumindest mal verstanden. Oh Gott. Aber so werde ich gleich gekillt, weil einfach zu viele Bogenschützen hier durch die Gegend fetzen. Ja, und ich bin schon wieder down. Also irgendwas mit der Gegneranzahl da passiert, als ich aufgenommen hatte, also nicht aufgenommen habe, sondern einfach nur ein bisschen auf, also gespielt hatte. So, jetzt habe ich es aber auch gleich. Als ich das erste Mal reingetestet habe, da waren da wesentlich wenigere Gegner. Das ist ja irre. Was geht denn da ab? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Oder ich bin grottenschlecht, ich weiß es nicht. Naja. Gut, damals bin ich echt so ein bisschen durchgerusht. Da habe ich auch nicht mich mit jedem Gegner da drauf eingelassen. Da gibt es bestimmt auch noch einen Erfolg dafür. Hier, Super Mario Style. Ui. So, so sieht's aus. So, bam. Ui, das ist aber auch echt krank. Bam. Der Rittermann, jo, der mich vermöbelt. Oh, nee. Was ist das so bitter, ey. Wie, der ganze Dungeon ist schwerer. Und da waren noch nicht so viele Hardcore-Gegner da unterwegs. Was geht denn hier ab? Jo. Das war natürlich dumm. Oh, Bogenschützen ohne Ende. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Ich will jetzt mal wissen, was hier passiert noch. Jo. Alles klar. Alles klar. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt ist aber ganz vorbei hier. Jo. So, ist das so richtig, was ich da mache? Ne. Vom Timing her ist es natürlich schon mal beschissen. Ah, doch, es war richtig. Oh, 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 oh. Konso, Konso. Da muss er nochmal schwer üben. Was soll das überhaupt immer da? Achso, da will er mal nur anzeigen, dass Gegner kommen oder was, wenn der Gegner, wenn der Bildschirm sich so rot einfärbt. Irritiert mich eigentlich mehr, weil ich immer denke, ich würde Schaden nehmen. So von anderen Spielen so gewohnt. Oh, die Bogenschützen nerven sowas von. So, das dicke Ding lasse ich jetzt mal stehen. Oh, das wird eh vermöbelt. Sehr schön. Ui, so sieht's aus. So, bam. Hä, haben die sich gegenseitig abgeknallt gerade? Ihr merkt schon, ich habe komplette Plan. So, Spezialattacke haben wir keine mehr. Gehen wir mal hier runter, holen uns noch die Truhe ab, die irgendwo hier zu sein scheint. Hm, wo ich irgendwie nicht reinkomme? Hä? Ah, muss ich die Gegner töten, oder was? Da muss ich irgendwas anderes machen? Habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Jetzt kommen so viele Gegner und jetzt ist gleich Feierabend. Komisch, echt komisch. Vielleicht hatte ich auch Glück bei meinem ersten Durchgang, dass die Gegner so lasch waren. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht werden die auch immer härter. Vielleicht habe ich es auch verpasst, irgendwas aufzuleveln oder sowas. Keine Ahnung. Ja, Bedrohungsanzeige ist nochmal gleich oben. Nervt. So, aber ich glaube... Oh, das ist ein Shop. So, hier kann ich Gesundheit füllen, kaufen. Was ist das hier? Fügt ein Extra-Leben hinzu. 500 Gold könnte ich kaufen. Und was ist das hier? Erhalte einen weiteren ultimativen Ladung füllen. Achso, weiteren ultimativen Angriff wahrscheinlich. Also kaufen wir mal ein Extra-Leben, würde ich da mal fast behaupten. Way. So sieht's aus. Danke, mysteriöser Zauberer. Wie dein Extra-Leben.
das du mir so gnädig verkauft hast. Ja, hier könnte man jetzt zum Beispiel farmen. Könnt irgend so ein Gegner da oder die Gegnermassen da so anziehen. Ach, das war das letzte Mal auch. Ich liebe ja so Fallengebiete. Sind immer Bullshit. So, irgendwie kann ich auch zu der Kiste da hinten gelangen. Ist die Frage, ob ich das jetzt so will. Wobei, jetzt läuft es eigentlich gut. Haben wir ein extra Leben kassiert. Auch vom Leben her läuft es, denke ich mal, gut. Ja, genau, volles Leben. Ich muss mich so konzentrieren, ich kann gar nicht hingucken. Ja, der leichte Angriff, das wäre mal schön, wenn der mal so halbwegs geskillt wäre. So, wegdashen. Ach, der macht so einen Wirbelwindangriff. Oh. Ui, Schatztruhe. Ja, Schatztruhen sind wichtig, sind super toll und so weiter. Aber es ist echt nicht so einfach. Das Spielchen. Ja, alles klar, danke. Jo, danke. Wie ich so schön aus dem Rhythmus rauskomme, es ist so schlecht. So, springen wir mal hier rüber. Oh, und das ist ein Boss. Genau, den kenne ich schon. Irgendwie musste ich jetzt die Dinger da aufheben. Genau, auf LB geht. Ne, Quatsch, auf L. Doch, LB. Und dann kann man die mit Angriff werfen und da ist er halt empfindlich dagegen. Das kann man auch generell gegen die Gegner immer machen. Ja, super geil. So funktioniert der Boss halt super einfach. Man darf sich da kaum treffen lassen. Schon gar nicht dürfen die Dinger irgendwie vor einem explodieren. Dann wird es richtig heftig. Sowas in der Richtung. Ah, darf eigentlich... Oh, was mache ich da? Oh, ist gut jetzt. Komm, Leute, ist gut jetzt. So, die Fledermäuse müssen mal weg. Die nerven nämlich. So, way. Da sieht man immer, wo man hinwirft. Wahrscheinlich ist das nochmal super erbärmlich, was ich da spiele. Höchstwahrscheinlich. So, gehen wir nochmal ein bisschen spazieren. Oh ja, jetzt hat er mir das Ding aus der Hand geknallt. Bam, jawohl. Mehrere Fledermäuse gleich erledigt. Es ist der Wahnsinn. Es ist sowas wie der erste kleine Miniboss, nehme ich mal an. So, bam. Jetzt könnte man eigentlich ein bisschen mal rangehen an die Sache. So. Ja, genau, jetzt hat er mich verlangsamt. Das ist natürlich weniger optimal. Komm. Ihr merkt schon direkt, dann wird es ein bisschen härter. Vielleicht braucht man hier auch sowas wie Tank, Healer und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt oder ob einfach nur alle Damage machen. Ich habe keinen Plan, wie das näher von der Teamzusammenstellung her läuft. Komm, 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 greif mal an. Mach mal, bleib mal stehen, genau. Sehr schön. Und ist er down. So, die komischen kleinen Fledermäuse noch erledigen. Was ist das hier? Wechsel bei kritischen Angriffen sofort hält. Keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht, was das ist. Wechsel bei kritischen Angriffen. So, hier haben wir noch irgendwas. Können wir öffnen? Whee! Bringen die mehr Geld? Ne, irgendwelche Diamanten? Keine Ahnung, was die bringen. Vielleicht hat das was mit dem Aufleveln oder so zu tun. Ich habe null Plan. Keine Ahnung. Werden wir wohl dann gleich erfahren. Whee! Da gibt es eine Brille dafür. Wahnsinn. So. Der kann anscheinend nur die Dinger da skillen oder so, der Freddy. Ich habe keinen Plan. Oh je. Das kann ja was werden. Oh, Freddy, oh. Teilen ist Fürsorge. Spare Gebräue für deine Bros. Ja, so sieht's aus. Immer schön saufen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, die Bros würden sich auch durch die Waffen unterscheiden, aber anscheinend ist das noch nicht so oder generell nie so und die können alle Waffen näher irgendwie auswählen. Ich habe keinen Plan. Jo. Starten wir einfach mal. Untiefe Nummer 3 ist das. Ah, und hier gibt es direkt was zu finden. Das nervt. Oh je. Das ist schon ganz geil. So, gehen wir mal rüber. Ja, war klar, dass die unfaire Fledermaus dann loslegt. Komm, was ist? Jetzt wäre natürlich ein starker Angriff schon von Vorteil, wenn ich jetzt schon massiv Gold gespart hätte. Oder den ersten Durchgang, als da so viele Feinde kamen. Also ich weiß nicht, ob die Bedrohungsanzeige was Negatives oder was Positives ist. Also ob ich versuchen soll, das zu umgehen oder ob das später im Spiel wichtig ist, dass man sie aktiviert. Ich habe keinen Plan. Auch diese... Oh, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wenn ich so verlangsamt bin. Das ist jetzt nicht so das ganz geilste Gefühl. Oh, muss ich... Kann ich alle nur so anhitten? Das darf doch echt nicht wahr sein. Wäre ganz geil, wenn da mal welche weg wären. Genau so. Oh, wenn ich in die Aura da komme, werde ich halt langsam, wenn ich denen zu nahe komme oder so.
Das ist natürlich gerade gegen die ein bisschen nervig. Na, mit Dashen muss ich viel mehr arbeiten. Ah, Dashen, man darf doch nicht Dashen vergessen. Ich bin so schlecht. Da muss selbst der Held lachen, der Freddy. So, was ist jetzt, Freddy? Sag was an. Gucken wir auf die Karte, da sagt er mal gar nichts an. In der Mitte ist nur irgendein nerviger Bodenschütze. Kann ich hier vorbei? Oh, ne, da gibt es direkt Lebensabzug. Ich habe jetzt gedacht, könnte ich einfach so ein bisschen durchspringen. Das wird nichts. Gut, das ist angenehm gemacht, dass auf dem Boden eingezeichnet ist, wo ich mich denn gerade befinde. Das finde ich immer super, wenn daran gedacht wird. Einfach so zur Orientierung und so weiter. Och jo, diese Fallen sind auch so mega mies. Oh oh, ich habe ein schlechtes Gefühl gerade. Huiuiui. Oh Mann. Och jo, was war denn das? Ist der blöd oder was? So kriege ich immer ein bisschen Leben abgezogen, nehme ich mal. Ich muss mir das im Video mal angucken, oder ob ich doch gar kein Leben sogar verliere, wenn ich da so ins Loch falle. Keine Ahnung. Die Bestrafung kann eigentlich nicht so mega hart sein, wenn ich das so richtig sehe. So, ich würde sagen, gehen wir da oben entlang. Oder es wäre schön gewesen, dort oben entlang zu gehen. Ich laufe einfach mal durch. Aber jetzt nerven sie mich wieder. Was ist das da, was da auf der Karte eingezeichnet ist? Ist das ein Händler? Oh ja, es ist ein Händler. So, volle Gesundheit könnte ich mal wieder kaufen. Oder wieder so ein Extra-Leben. Kaufen wir Extra-Leben, oder? Ja, Gesundheit auffüllen. Gut, 200 wäre eigentlich günstiger gewesen. Das ist jetzt ein Extra-Leben, das ich jetzt praktisch provoziere. Außer ich kriege jetzt nochmal Gold, dann könnte ich es natürlich so machen. Oh je. So, ups, da ist nichts mit Bam. Oh, Alter. Ziehen die jetzt eine Flammenspur hinter sich her oder was? Und machen dadurch auch noch Schaden oder was? Das darf doch echt nicht wahr sein. Jo, das ist so. Och jo. Das ist natürlich jetzt gerade dumm für mich als Nahkämpfer. Also lassen wir das. Ich denke mal, die sind gut von Fernkämpfern zu beseitigen, die Viecher. Da gibt es ein bisschen Gold und so weiter. Oh Gott, ich muss hier weg. So, nochmal weg. Oh, Flammenmann, nerv nicht. Oh je, oh je, oh je. Da hinten geht's weiter. Dann wäre mal eine Untiefe 4. Ich weiß nicht, wie viele Untiefen es da gibt. Ob es da jetzt einen Bosskampf gibt. Was ist das hier? Muss ich da rein? Muss ich da rein? Ich weiß es nicht. Ne, irgendwie nicht. Keine Ahnung. Oh, was ist das hier? Irgendein supergeiler Magier, der irgendwie vollkommen amok läuft. Was ist denn mit denen? Bringt das mir irgendwas? Die beschwören doch da irgendwas in der Mitte oder so. Keiner. Och ja, was ist mit dem Schaden? Ne, schau mal ab. Hm, ja, ich kann nicht mehr dashen. Wir laufen mal ein bisschen. So, Bros. Weiter geht's. Also ich alleine, Bros. Machen wir hier mal auf, holen sie ein bisschen Kohle mit. Das könnte, denke ich mal, witzig werden im Multiplayer. Wenn man da mal so ungefähr weiß, was hier überhaupt abgeht. Weil bis jetzt weiß ich es eigentlich gar nicht. Untiefe 4 oder was kommt jetzt? So, bam, Wahnsinn. Gold reicht wieder für nix. Ich habe keinen Plan, wo wir jetzt rauskommen und wie lange die ganze Geschichte hier noch geht. Und vor allem, was passiert, wenn wir das Spiel dann mal abbrechen. Also wenn ich mal verliere. Ob wir dann irgendwas leveln können. Da mit diesen Diamanten da oder wie auch immer das dann weiterläuft. Keine Ahnung. Zu viele Kuhglocken, das gibt's doch gar nicht. Jo, alles klar. Das sind Informationen, die braucht man. Oh, mein Pflaster nervt. Ich habe mir eben eine Finger geschnitten. Oh, ist egal. Untiefe 4. Hm, da gibt's ja schon ein paar Level. Weiß nicht, wie viele Levels oder Unterbereiche es da pro Level gibt. Keine Ahnung. Also es gibt hier dieses Coolheim, Toolheim, keine Ahnung was. Jo, da lacht er. Ja, irgendwann ist es halt auch wichtig, dass ich die Gegner mal besiege. Es nutzt nichts, wenn ich immer nur durchlaufe. Jo, irgendwas geht da gerade massiv ab. Jo, und ich laufe in die Fallen. Das ist natürlich auch mega unkonzentriert, sorry Leute. Hm. Das ist ja auch nicht. Wie das hier ablaufen soll. Und hier können wir jetzt runterjumpen. Boah, da sind wieder Magier. Ohne Ende sogar. Hm, ich kann nicht wegdashen. Oh, oh, oh. Na, das sind keine Magier. Ne, das sind so Ritter wieder, die komplett amok laufen. Alter Schwede, ey. Was ist denn los? Ja genau, lauft hier durch. Oh, die Fallen sind echt nützlich. Kann man cool nutzen. Das kann man sich mal fürs spätere Spiel merken. Oh, ist das so schlecht. Also Fallen nutzen. Immer zu Fallen laufen und dort vielleicht dann ein bisschen durchballern und so. Das könnte ganz witzig werden. Fallen muss man nutzen. Das ist nur mal so als kleiner Tipp. Aber da ist wahrscheinlich jeder drauf gekommen. Ja. Ja, und ich laufe hier irgendwo in der Pampa rum.
Und weiß nicht, wo ich hin muss und was hier überhaupt abgeht. Aber es macht Laune. Wie gesagt, wie da so Fortschritt laufen soll. Oh, jetzt muss ich gegen den Magier hier ran, oder was? Oh ja, was hält denn der aus? Hallo, Magier? Irgendwas beschwört der da hinten, was mir nicht gefällt. Magier, ist gut jetzt. Stirb. Gold hat er beschworen, okay. 550 Leben haben wir immer noch. Och. Das wäre nämlich geil. Volle Bedrohungsanzeige und dann bei die Fallen hier laufen. Und dann fällt da ein Gegner nach dem anderen um. Das wäre ganz witzig, glaube ich. Was ist mit dem? Hallo? Hallo? Was ist denn mit denen? Bogenschützen nerven, ey. Vor allem, wenn sie dann noch viel aushalten, dann wird es hier umso ungemütlicher. Komm, laufen wir weiter. Oh, da ist nichts mit weiterlaufen. Die muss man besiegen. Ja, so umgeht das Spiel das auch, was ich die ganze Zeit da mache. Einfach mit durchstechen, was wahrscheinlich bei solchen Spielen eh nicht gerade die klügste Idee ist, so im Gesamten. So, jetzt könnte man nach oben oder unten weiter. Gehen wir nach unten, da ist noch eine Truhe, die wahrscheinlich schwer bewacht ist oder sowas. Ich habe keinen Plan, ey. Oh, nee. Ist das wieder so eine Stelle, wo ich kämpfen muss oder was? Jo, bam. So sieht's aus. Stirb und so. Ne, hier können wir durch. Oh, nee. Hier müssen wir wieder kämpfen. Und hier ist auch wieder ein bisschen Party angesagt. Ach, jo, Leute. Das gibt's denn? Was macht das? Ist das auch eine Aura? Jo, ist eine Aura und ich komme kaum mehr weg. Oh, ist das so bitter? Nahkämpfer ist, glaube ich, bitter in dem Spiel. Komm, ich würde ganz gerne den da noch umhauen. Manchmal kann ich gar nicht so richtig rasseln, was mich da attackiert und warum. Und ich komme nicht weg. Bitter. Ich konnte nicht mehr dashen. Spiel vorbei. Oh. Wie niedlich. Du hast deine erste Mission im Spiel abgeschlossen. Okay. Echt, habe ich die abgeschlossen? Naja. Kann man so oder so sehen. Ah, da gibt es ein Gesamtergebnis. Dungeon-Tiefe und so weiter. Gesammelte Scherben. Ah, okay. Da kommen die Scherben jetzt da ins Spiel. Huh. Ja, und jetzt fragt mich mal was anderes. Ich weiß es nicht. Es ist kurzweilig, definitiv. Es macht Spaß, ist ganz lustig und mein Pflaster nervt immer noch. Oh, ist das so nervig. Ich beiß mal kurz ab. Au. Ja. Ja. Ah. So. Ah, die Pro-Bude ist dann sowas wie die Mucki-Bude oder was? Verstehe ich das richtig? Ah, okay. Jo, ich verstehe es richtig. Und jetzt kann man hier verschiedene Sachen freischalten, Hämmer und so weiter für die verschiedensten Preise, oder was? Das Ding hier könnte ich jetzt freischalten, heulender Sturm, Nützlichkeit. Oh, cool. Das ist ja mal witzig gemacht. Ah, und da unten sehe ich, was für Scherben ich bis jetzt gesammelt habe. Also für 10 goldene Scherben könnte ich jetzt das Ding da freischalten, oder was? Hier irgendwelche andere Hämmer. Oh, geil. Das könnte ja noch lustige Sache werden. Ist ja mal witzig. Jo. Waffen. Achso, Moment, da gibt es hier noch verschiedene Pros, die man freischalten kann oder was? Die wahrscheinlich auch unterschiedliche Stärken haben. Helmsicht, ach du Gott. Das ist dann wahrscheinlich nur optischer Effekt, nehme ich an. Soundtracks. Töte 500 Monster habe ich abgeschlossen. Achso, und da gibt es noch verschiedenste andere. Ach so, sehr, sehr viele andere Missionen. Cool. Aha. Plus 0% maximal Gesundheit. Protohead. Aha. Jetzt kann ich da verschiedenste Sachen sammeln. Gesundheit, Angriffsschaden und Gold. Aha. Interessant. Cool. Gibt's ja doch noch ganz coole Sachen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Jo. Jetzt könnten wir uns halt mal diesen Zauberstab da freischalten fürs nächste Mal. Oder halt auf so ein was sparen. Ist halt die andere Frage. Er würde mal ein bisschen mehr Schaden machen. Warum Nützlichkeit? Nutze die Macht der Winde, um durch Gegner zu schneiden. Oder verleihe deinen Bros mit deinen leichten Angriffen einen Geschwindigkeitsschub. Schwere Angriffe erzeugen einen Wirbelsturm, Explosion, die Gegner wie trockenes Laub auseinanderfegt. Interessant. Jo, dann ist das jetzt hier anders oder was? Verbrenne deine Gegner mit leichten Brennangriffen oder äschere Gegner mit schweren Detonationsangriffen ein. Leichte Angriffe können auch deine Bros in Flammen setzen und erhöhen ihren Schaden für maximale Feuerkraft. Aha. Jo, ich denke mal, das ist das Ziel, jede Waffe irgendwann freizuschalten, oder? Dann könnte man sich da alles jetzt so durchgucken, was da so lustig ist. Das Ding macht natürlich massiven Schaden und so weiter. Schalten wir einfach mal diese Waffe frei
Und dann können wir uns die im nächsten Part mal angucken. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht, ob ich von euch schon angeschrieben wurde, ob ich da schon Leute mitnehmen aus meinem Standard-Team, jetzt Thomas oder Kelvin zum Beispiel, mit denen ich viel online zocke. Mal gucken, wie wir es weitermachen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.